wieder faszinierend. Primär diesmal wieder für die Läufer. Das heißt, der Bereich Fuß, Ferse, Fersensporn, Achillessehne, Achillessehnenentzündung, beziehungsweise Soleus. Und zwar kann man mit der Black Roll, also mit der Black Orange Roll oder was auch immer, ich nehme die gerne, weil die härter ist, die Achillessehne direkt bearbeiten, direkt abrollen. Das ist völlig positiv, also es braucht niemand Angst haben, werden die Achillessehne dementsprechend damit bearbeitet. Wir haben es selbst, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden und ausprobieren, selbst bei leichten Achillessehnenentzündungen erfolgreich eingesetzt. Da muss man halt nur den Druck dementsprechend anpassen, dass man es nicht übertreibt, beziehungsweise vorher Bereich Soleus und Plantarfaszie erstmal locker. Ansonsten ist es einfach so, legt wirklich an der Sehne direkt rückwärts hier auf die Black Roll auf und rollt den Bereich ab. Das sind auch so ca. 5 cm, den ihr arbeitet, vielleicht auch 10, je nachdem wie groß ihr seid. Und jetzt ist es dann wirklich auch hilfreich, wenn man dementsprechend den Fuß immer leicht hin und her bewegt, dass man die Achillessehne aus allen Dimensionen quasi von allen Seiten erwischt. Denkt wieder hier, wie bei allen Dingen, dass ihr ausreichend Druck ausübt. Also ich mache es dann immer gerne noch so, dass ich wirklich den anderen Fuß auflege und dementsprechend hier den Druck zu erhöhen auf die Struktur. Wie immer 2 Minuten rollen, um Kollagen und Hyaluronsäureproduktion in dem Gewebe hinzuregen. Das könnt ihr immer nach jedem Lauf, nach jedem Training machen, beziehungsweise präventiv, gerade die Läufer täglich. Man erwischt, wenn man es richtig macht, erwischt man auch gleich wirklich die Soleus-Strukturen hiermit. Also wer generell empfindlich reagiert und immer merkt, dass er so ein bisschen Druck in dem Bereich Soleus oder Achillessehne hinten hat, der wird hier wirklich, wenn er das regelmäßig macht, deutliche Besserungen erfahren, auch dementsprechend länger trainieren können, ohne irgendwelche Kunstpausen einlegen zu müssen, weil diese Strukturen sich, ich sag mal, krank, kaputt oder überlastet anfühlen. Also,